SEA zeigt auf der IAA den dezent überarbeiteten Exeo. Zu erkennen ist er an der neu gezeichneten Front. Wird der Exeo mit Bi-Xenon-Scheinwerfern geordert, erkennt man das neue Modell an den Lampen, die das typische Aero-Design aufnehmen, und den Tagfahrlicht-LEDs. Sämtliche neuen Modelle sind am Kühlergrill-Einsatz in Wabenform und den neuen LED-Rückleuchten zu erkennen. Wir machen also solche Konzepte nicht umsonst, ne? Die haben also natürlich eine Absicht, und zwar im ersten Fall Designsprache. Wie können wir die neue Designsprache in welchen Formen interpretieren? Das ist auch ein Beispiel jetzt in einer Mittelklassenlimousine. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, was ist der Nachfolger von dem? Im Moment, das ist eigentlich ein Designversuch, eine Designstudie. Ja, das geht natürlich in eine Richtung, wo wir natürlich für den Nachfolger von dem Exeo auch kämpfen wollen. Ne, aber wir sind jetzt am Untersuchen. Die 17 und 18 Zoll Leichtmetallräder bekommen ebenfalls ein neues Design. Die Sitzpolster und das Lederlenkrad bekommen ebenfalls einen neuen Look. Auch im Verborgenen haben die SEA-Techniker den Exeo verbessert. Die TDI-Motoren verbrauchen durch Feintuning jetzt etwas weniger und stoßen so auch weniger CO2 aus. Ab 2012 folgt dann die Einführung von Start-Stopp-Anlagen für alle Motoren, was den Verbrauch weiter senken wird.